Hallo, die liebe Sarah, also Woodgreen106, hat mich getaggt. Dankeschön, Birbilein. Süß von dir. Und zwar mit dem 25 Mal die Wahrheit oder so Tag. Und ich habe mir jetzt die Fragen ausgedruckt und werde die jetzt mal nach und nach abarbeiten. Moment. Und ich werde die Fragen, die ich beantwortet habe, wie sich das gehört, abhaken. Aber nicht mit einem Lippenstift. Erste Frage. Hast du Haustiere? Ach ja, ich wollte noch vorneweg sagen, wenn dich das nicht interessiert, dann müsst ihr irgendwo wegklicken oder so. Aber ich mache jetzt einfach mal. Hast du Haustiere? Also wir haben quasi einen Familienhund, der bei meinen Eltern lebt. Und ich finde das sehr, sehr schade, weil ich auch gern einen Hund hätte. Aber ich bin ja berufstätig und mein Freund auch. Und dann würde das Tier ja den ganzen Tag hier alleine zu Hause sein. Und das möchte ich keinem Tier zumuten. Ich suche übrigens gerade ein Bild hier, deswegen. Ich habe ein Foto. Meine Güte, ich habe viele Bilder auf meinem Handy. So, Foto kommt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das ist der Kopf von unserem Hund. Da liegt er bei mir auf der Arbeit auf der Treppe. Und er heißt Aki. Ja, ich habe auch Videos von dem hochgeladen schon mal. So im Dezember. So, nächste Frage. Nenne drei Dinge in deiner Nähe. Das Schüsselchen mit den Contest-Teilnehmern, weil ich gerade eben die Auslosung gedreht habe. Die nehme ich immer mit zur Arbeit, Kosmetiktasche. Und ich habe tausende von Dingen hier in meiner Nähe. Natürlich mein Handy. Sagt ja jeder, ne? Okay. Wie ist das Wetter bei dir? Ich sollte vielleicht im Bild bleiben. Es ist sehr, sehr, sehr bewölkt, aber dafür, dass es schon fast 7, schon fast 7, schon nach 7 Uhr ist. Ja. Dafür, dass es schon nach 7 Uhr ist, finde ich, ist es noch sehr hell und der Himmel ist noch wunderschön blau. Also das, was man durch die Wolken sieht. Und es ist trocken. Und es ist nicht windig. Frage 4. Hast du einen Führerschein? Wenn ja, hast du schon mal einen Unfall gebaut? Führerschein ja, Unfall nein. Ich fahre nämlich nicht Auto. Wann bist du heute Morgen oder Mittag aufgewacht? Mein Wecker hat mich sehr, sehr unsanft um 10 vor 7 aus dem Schlaf geklingelt. Mein Wecker ist ein Arschloch. Darf man das sagen auf YouTube? Man darf ja alles sagen, ne? So, wann hast du das letzte Mal geduscht? Heute Morgen. Vor der Arbeit. Was war der letzte Film, den du gesehen hast? Film war, glaube ich, Kiss and Kill. Mit Ashton Kutcher und Catherine Heigl. Sehr witzig. Hab tierisch gelacht. Nein, der war wirklich witzig. Was sagt deine letzte SMS? Ja, blöde Frage. Ich habe in meinem SMS-Eingang gar nichts drin, wie ihr seht, weil ich die meisten SMS entweder verschiebe in andere Ordner oder direkt lösche. Sonst wird mir das. Ich bin sehr. Ich muss immer alles aufräumen. Außer den Klamottenberg da hinten. So, wie hört sich dein Klingelton an? Ja, das ist. Moment! Kann ich euch ganz genau. Einen Moment. Wie hört sich dein Klingelton an? Thank you.
Daniel Merriweather und ich habe vergessen, wie das Lied heißt. So, hätten wir das auch geklärt. Wenn mein Freund mich anruft, klingelt das übrigens anders. Bist du jemals in ein anderes Land gefahren oder... Ich sollte mir dieses Schreien abgewöhnen. Bist du jemals in ein anderes Land gefahren oder geflogen? Beides. Früher sind wir mit meinen Eltern immer in Urlaub gefahren, mit dem Auto, weil wir immer Campingurlaub gemacht haben. Und ansonsten war ich schon mal in den typischen Urlaubsländern wie Mallorca, Griechenland, Türkei. Und mit meinen Eltern waren wir damals immer im damaligen Jugoslawien. So. Liebst du... Das war mein SMS-Ton. Liebst du Sushi? Ich mag Sushi. Ich liebe es nicht, aber ich mag es sehr, sehr gerne. Wo kaufst du deine Lebensmittel? Meistens im Supermarkt, bei Edeka oder Penny oder Netto oder Aldi zum Beispiel. Hast du jemals was genommen, um besser einschlafen zu können? Ich hatte mal so eine Phase, wo ich sehr, sehr verzweifelt war, weil ich gar nicht schlafen konnte. Und da habe ich was vom Arzt bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall war das etwas sehr, sehr Schwaches. Aber ich habe immer Angst gehabt, irgendwie das zu nehmen. Und irgendwann habe ich dann das gar nicht mehr genommen, weil ich einfach immer Angst habe, wenn ich sowas nehme. Ich versuche jetzt immer einfach irgendwie so einzuschlafen. Wie viele Geschwister hast du? 2. Einen jüngeren Bruder und eine ältere Schwester. Hallo Sarah, hallo Thomas. Hast du einen PC oder Laptop? Hier steht ein PC, also ein richtiger PC. Und dann haben wir noch einen Laptop, der gehört meinem Freund. Und dann haben wir noch ein Netbook. Das gehört mir. Wie alt wirst du an deinem nächsten Geburtstag? 31. Man glaubt es kaum. Ich kann es selber nicht fassen. Ich fühle mich gar nicht wie 30. Ich fühle mich wie... Na, jünger halt. Ich kann nicht glauben, dass ich schon so alt bin. Trägst du Kontaktlinsen oder eine Brille? Beides, aber nicht gleichzeitig. Ich habe jetzt Kontaktlinsen drin, aber keine farbigen. Ich schwöre. Und meine Brille trage ich äußerst ungern, aber ich bin ansonsten blind wie ein Maulwurf. Färbst du deine Haare? Nein. Ich mache ganz, ganz selten mal alle paar Monate hier so ein paar dunklere Strähnchen rein, aber im Moment ist da, glaube ich, nichts. Das ist aber, glaube ich, auch dann immer nur so eine Intensivtönung, wie das heißt. Sag, was du heute planst zu tun. Ich werde gleich das Video hochladen und das Auslosungsvideo hochladen. Und dann werde ich den ganzen Abend nur auf dem Sofa lümmeln. Ich habe auch schon gearbeitet, ich muss doch nichts mehr tun. Wann hast du das letzte Mal geweint? Das war bei Sarah zu Hause, weil ich habe ja da übernachtet und am nächsten Morgen ging es mir so schlecht. Mir ging es richtig schlecht. Mein Magen hat verrückt gespielt, mein Kopf hat verrückt gespielt und ich habe mich so geärgert, weil es mir so schlecht geht und dann habe ich geweint. Ja. Was ist für dich der perfekte Pizzabelag? Sauce Hollandaise. Kochschinken oder dieser, wie heißt der, Prosciutto. Wenn ich es falsch ausgesprochen habe, entschuldigt. Und Tomaten. Und ich glaube, das war's. Jetzt aber auch gerne mal eine Salami-Pizza oder ja. Thunfisch mag ich auch gerne auf Pizza. Was magst du mehr? Hamburger oder Cheeseburger? Also Hamburger oder Cheeseburger? Burger. Hamburger oder Cheeseburger? Cheeseburger. Aber mit extra Ketchup. Wenn sie von McDonald's sind. Hattest du schon mal einen All-Nighter? 10 Minuten. Hattest du schon mal einen All-Nighter? keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich kann mich daran nicht erinnern. Vielleicht als ich jünger war? Selten. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Welche Augenfarbe hast du hier? Was habe ich für eine Augenfarbe? Lila? Nein. Ich glaube, die sind blau. Kannst du Pepsi von Cola unterscheiden? Ja. Aber sowas von. Ich finde, Pepsi schmeckt wie Kindercola. Ich finde jetzt nicht, dass Pepsi nicht gut schmeckt, aber ich finde, Pepsi schmeckt ein bisschen wie Kindercola. Also Kindercola, die ich früher immer getrunken habe. Ich habe irgendwo hier, kitzelt mich was. Ich habe 25 Fragen, alle abgehakt. Yay! Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, das habe ich schon mal gesagt, ne? Egal. Ich bin ungefähr 1,70 Meter, 1,71 Meter. Meine Schuhgröße ist 39. Lassen wir das. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Oder was auch immer ihr gerade vor euch habt. Und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bye, bye.